der Schlüssel? Die Fee? Der Wald? Der Junge? Jetzt hörst du die Geschichte von dem Jungen, dem Wald, der Fee und dem Schlüssel. Der große Zauberer Pascal. Pascal wollte später einmal Zauberer werden. Deshalb übte und übte er mit seinem Zauberkasten. Inzwischen konnte er schon eine Karte durch die Luft schweben oder einen Schlüssel verschwinden lassen. Es wurde Zeit, dass er seine erste Vorstellung gab. Also lud er seine Familie und alle Freunde auf eine kleine Lichtung im nahen Wald ein. Dafür wünsche ich dir süße Träume. Gute Nacht.